Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Fatih Akin präsentiert Gangsterfilme. Der Film, den ich heute Abend präsentiere, ist Gomorra von Mathieu Garrone aus dem Jahre 2008. Ich habe den Film zu seiner Weltpremiere auf dem Filmfest von Cannes gesehen und ich kann mich noch an das Gefühl erinnern, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe. Es gab für mich Gangsterfilme vor Gomorra und Gangsterfilme nach Gomorra. Und Gomorra war der Wendepunkt. Ich habe das alles geglaubt, was ich auf der Leinwand sehe. Gomorra ist ein Film jeglichem Glamour, jeglicher Glorifizierung von Gangstern im Film bis dato. Es gibt diese eine Szene, wo diese zwei Jungs hier nur in Unterhosen und Turnschuhen mit Maschinenpistolen an so einem Baggersee rumschießen. Und wenn man mal Bilder sieht in einem Film, die man vorher noch nie gesehen hat, dann ist das ein großer Film. Und der Film mit dieser Szene hat das eben, das habe ich noch nie gesehen. Der Film ist voller Szenen, die ich noch nie gesehen habe, was Gomorra zu einem herausragenden Film macht. Gute Unterhaltung.